Okay, ich will nur kurz diese Memes zeigen. Das ist ein witziges Meme. Und das ist ein noch viel witzigeres Meme. Okay, und jetzt kommt Quicksort, bla 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 bla. Und jetzt soll es aber um Fibonacci gehen, ja? Hier, Fibonacci-Zahlen. Also kurz die Erklärung, wie das funktioniert. Das obere könnt ihr gar nicht ignorieren, ja? Der Kontext dieser Aufgabe ist eure Lösung der Fibonacci-Zahlen, wo ihr rekursiv Fibonacci definiert habt. Fib n ist gleich Fib von n minus 1 plus Fib von n minus 2. Und dann war die Teilaufgabe B von dieser Aufgabe, dass man Fib 35 ausrechnen sollte. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Weil das wurde vermutlich einfach gar nicht fertig. Gut. Und jetzt kommt eine Lösung, die in linearer Zeit funktioniert. Es gibt noch eine Lösung, die in O von 1 funktioniert, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und wirklich eine explizite Formel für die Anti-Fibonacci-Zahl herleitet. O von 1, wenn man auch annimmt, dass Rechenoperationen O von 1 sind. Okay. Aber das ist jetzt die Lösung, die O von n ist. Das heißt, Fibs von 35 hier, also der 35. Eintrag in der Liste, wird instantan noch funktionieren. Okay, das ist eine super witzige Definition, die viel Spaß macht, die einmal durchzugehen. Ja? Also, die Liste der Fibonacci-Zahlen, wir definieren ja gleich die unendliche Liste aller Fibonacci-Zahlen. Wir beginnen mit 1 und dann kommt noch eine 1 dazu. Zu Beginn. Damit, das ist der Anfang, der ist in Ordnung. Ja? Und jetzt kommt dieser komische Ausdruck hier dazu. Zipwith ist eine vordefinierte Funktion im Haskell-Preludium. Das ist eine Funktion, die nimmt drei Argumente. Die drei Argumente stehen hier auch. Das erste Argument, das zweite und das dritte. Denke daran, ne? Das wisst ihr mittlerweile, mehrere Argumente werden nicht mit Kommata getrennt. So, das zweite Argument ist die Liste der Fibonacci-Zahlen, die wir gerade im Begriff sind zu definieren. Und Tailfibs ist der Schwanz dieser Liste. Von dem wissen wir zumindest schon, dass er mit einer 1 losgeht, und zwar mit dieser 1 hier. Ja, nicht mit der, mit der. Okay, und Plus, das ist der Plus-Operator, ne? Die Funktion, die nimmt zwei Argumente, zwei Zahlen und addiert die zusammen. Und was macht jetzt Zipwith? Zipwith macht Folgendes. Es schreibt diese Liste und die andere Liste vertikal untereinander hin. Hier ist die Liste Fibs, hier ist die Liste Tailfibs. Vertikal untereinander, ja? Und dann werden immer zwei passende Elemente miteinander genommen und in diesen Operator geworfen. Also die beiden werden addiert und das Ergebnis ist das erste Element einer neuen Liste. Dann werden die beiden addiert, das Ergebnis ist das nächste Element der Liste. Dann werden die beiden addiert und so weiter. Also Zipwith bildet Paare und diese Paare gehen dann in den Plus-Operator rein. Wir können da gerade live ein Beispiel sehen. Zum Beispiel, wenn ich hier 1, 2, 3 mache und 4, 5, 6. Ja, dann wird 1 mit 4 addiert, gibt 5. 2 mit 5 gibt 7. Und 3 mit 6 gibt 9. So funktioniert Zipwith. Ja? Man könnte hier auch Minus machen. Dann wird halt immer subtrahiert. Oder man könnte Tupel bilden. Oder was auch immer machen. Okay. So, und wie funktioniert das jetzt, dass mit dieser einen Zeile Magie hier plötzlich die alle Fibonacci-Zahlen rauskommen. Dazu muss man jetzt einmal langsam und konzentriert durchgehen. Ja? Also hier steht schon mal das, was wir über Fibs wissen. Es fängt mit 1 an, dann noch eine 1, dann kommt halt dieses Zipfel-Zeug. Tailfibs fängt mit der zweiten 1 an und danach kommt Sachen, die wir noch nicht wissen. Okay, und hier unten, da schreiben wir diesen Zipfel-Term hin. Und von dem kennen wir zumindest seine vorderste Stelle. Weil die vordere 1 und dieser vorderen 1 gibt die 2. Das heißt, das, was hier Fragezeichen sind, das ist ja der Zipfel-Ausdruck, den kennen wir jetzt ein bisschen besser. Wir wissen jetzt, dass der mit einer 2 vorne anfängt. Und weil wir jetzt wissen, dass hier eine 2 steht und dass das ja nur der Schwanz von der oberen Liste ist, wissen wir auch, dass diese Fragezeichen in Wahrheit 2 sind. Und jetzt, wo wir wissen, dass was hier steht, können wir auch diese Addition wirklich durchführen. Ne? 1 plus 2 gibt 3. Und jetzt geht es wieder so weiter. Jetzt wissen wir das, aber das, was hier steht, ist ja identisch wie das, was dort steht. Deswegen steht da eine 3. Daher ist auch der Schwanz ein bisschen länger. Wir wissen jetzt mehr über den Schwanz. Und wir wissen daher auch mehr über das Zipfel. Und dann hat man so. So kriegt man die Fibonacci-Zahlen. Ich finde das völlig verblüffend, ja, wie man in einer Zeile
von n-Code schreiben kann für die Fibonacci-Zahlen. Und halt auch so eine selbstreferenzielle zirkuläre Art und Weise. Ne? Die Fibonacci-Zahlen sind ja noch zu dem Zeitpunkt, wo man das hier schreibt, noch gar nicht fertig gebaut. Die sind erst ein Begriff, diese zu bauen. Aber es funktioniert wunderbar. Fragen? Ich habe das mal eingegeben, aber ich kann jetzt nicht sagen, berechne ich mal die Fibonacci-Zahlen bis zu der Stelle. Oder wie gebe ich, wie würde ich das verwenden? Ja, zeige ich dir. Gute Frage. Es ist Konditionssache, ob die Fibonacci-Zahlen bei 0 oder bei 1 anfangen, ja? So. Flips, erstmal Enter, dann kommen alle Fibonacci-Zahlen. Okay. Und wenn wir die 40. Fibonacci-Zahl haben wollen, dann machen wir das mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das indiziert ihr in der Liste. Hier seht ihr übrigens noch eine schöne Sache. Und zwar, in anderen Programmiersprachen, also kann man Ähnliches machen und so weiter, aber dann kommt Folgendes raus. Seht ihr die negativen Zahlen? Ja? Problem ist, das war ein Integer-Überlauf. Ne? Integer hat nur, keine Ahnung, 32 Bit, weil man dafür uralt ist. Das läuft irgendwann über und wird negativ. Was man auch machen kann, Haskell aber hat halt zwei Datentypen für Zahlen. Int und Integer. Int ist so viel Bit, wie halt der PC hat, 32 oder 64. Und Integer ist so viel, wie RAM zur Verfügung steht. Ja? Und wenn man das Integer schreibt, was Haskell standardmäßig macht, wenn man einfach nichts dazu sagt, dann kommen eben diese beliebig großen Zahlen raus. Mit denen man auch lustig Sachen machen kann, wie 2 hoch hoch 10 oder sowas. Okay, das war ein bisschen. Aber geht das auch noch? Ja, das geht einfach noch. Ne? Und ein Int wäre hier schon längst überlaufen. Gut, Frage beantwortet, oder? Wie funktioniert dann der Compiler eigentlich? Normalerweise in der realen Welt weiß man nicht, was für Daten da eingebaut. Wie groß die Zahlen werden, meinst du? Er macht das, also... Bildet der dann zur Laufzeit, kompiliert der dann den Code dafür, also er erzeugt den Code und kompiliert ihn dann für Big Integer, sag ich. Ja, für Big Integer, genau. Genau, ich glaube, er bindet an die Lib GSL, oder? GMP. GMP, genau. Also es gibt ja Bibliotheken für Big Integers, an die bindet er. Und dann macht das natürlich noch so ein bisschen effizienter, weil die allermeisten Integers, die du verwendest, werden ja nicht 2 hoch 2 hoch 10 sein, sondern die werden natürlich kleiner sein. Also er macht dann noch so coole Assembler LVM-Tricks, sodass im meisten Fall das kaum langsamer ist, als wenn du einen Int verwenden würdest. Aber sobald es benötigt wird, wird halt eine Big Integer-Bibliothek wirklich stand gemacht und die kann dann mit beliebig viel umgehen. Okay. Weitere Fragen zu Fibonacci? Wenn ich jetzt nur 1 bis 5 haben will und nicht nur das 5. Mhm. Eine Möglichkeit wäre, ich merke gerade, dass die sehr umständlich ist, wäre die da. Mhm. Sorry. Ja, also 0 bis 5 ist die Liste der Indizes, die du haben willst. Und auf diese Liste von Indizes wendest du jetzt diese Funktion jeweils darauf an. Das ist die Funktion, na, da fehlt noch rechts das Argument für das Ausrufezeichen. Die nimmt noch einen Index, schmeißt dann den Index von rechts an den Ausrufezeichen-Operator und dann kriegst du nacheinander alle Dinge. Das ist halt das Coole, wenn halt partielle Auswertung geht. Genau. Das hier war halt noch viel allgemeiner, weil du kannst vielleicht auch sagen, ich will die dritte Fibonacci-Zahl, dann die Nummer 1, dann die Nummer 10 und dann die Nummer 0. Und dann funktioniert das halt auch. Mhm. So, aber die idiomatische Lösung zu deiner ersten Frage wäre einfach so gewesen. Take 5 Fibs. Die ersten 5 von der Liste. Oder take 50 Fibs. Der Typ von take ist, nimmt ein Int und eine Liste und tut so viele, die ersten so viele Elemente der Liste zurückgeben, wie die